will ein Reden wir über machen, und zwar über ein Postfach. Ich habe nämlich vor kurzem ist ein bisschen übertrieben, vor ein paar Wochen, beziehungsweise ca. vor einem Monat, meinen Bruder gefragt, ob er bei der Post nachfragen kann, wie viel ein Postfach kostet. Das Problem ist, es ist nicht so günstig. Und man muss sich das, ich muss nochmal selber nachfragen, wie das wirklich funktioniert, weil jetzt hat die Post Gott sei Dank in unserer Nähe offen und nicht mehr so weit weg. Wie das denn funktioniert, weil man muss sich da aussuchen, wie lang, auf welchen Zeitraum man das haben will. Und in dem Zeitraum zahlt man das auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Foto so schnell noch finde, was mir mein Bruder damals geschickt hat. Müsste ich schauen, ob ich es finde. Er hat mir nämlich urviel auch über Spiele und so geschickt. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert, das so schnell zu finden. Ich glaube, das war nicht da, wo er es mir geschickt hat. Ich habe keine Ahnung, wo er es mir geschickt hat. Aber hat mir halt die Preise im Internet, glaube ich, rausgesucht und mir geschickt. Und es ist wirklich, wirklich teuer. Und viele haben ja gefragt wegen einem Postfach und ob ich das habe. Und ich bin jetzt irgendwie zwiegespalten. Ob ich mir das jetzt machen lasse, dieses Postfach, oder nicht. Weil ich will auch nicht, dass ihr mir Pakete oder so schickt. Das würde ich nicht wollen. Wenn, dann nur Postkarten, von woher ihr kommt. Das würde ich haben wollen. Aber bitte keine Sachen, die ihr mir schickt. Das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Deswegen habe ich nie ein Postfach gemacht, weil die meisten mir immer geschrieben haben, dass sie mir was schicken wollen. Und das mag ich nicht. Das muss wirklich nicht sein. Wirklich nicht. Und deswegen habe ich immer das rauszögert und wollte irgendwie keins haben. Aber nächstes Jahr überlege ich, ob ich für ein paar Monate eins machen lasse. Wie seht ihr das? Ich will aber nichts geschickt bekommen, nur Postkarten. Sonst nichts. Ich glaube, ich nehme mir auch nur so ein... Hoppla. Ich glaube, ich würde mir auch nur so ein kleines Postfach nehmen, damit eben keine Pakete reinpassen. Das würde ich so machen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sehr unsicher, ob ich mir eins machen... ob ich mir eins nehme oder nicht, weil es ist wirklich teuer. Ich habe jetzt gerade die Preise nicht irgendwie im Kopf, aber es war, ich glaube, 30 Euro einen Monat, glaube ich. Und das ist wirklich viel. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, es ist 30 Euro einen Monat und das ist sehr viel. Hallo, ich habe kein YouTube-Money. Jetzt will das nicht übel, wenn ich da zu geizig bin. Und ich will auch nicht, dass es mir an meine Adresse geschickt wird, das mag ich auch nicht. Aber ich würde es interessant finden, wenn ich mal das so einen Monat oder so offen lasse. Aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr ein Postfach eine gute Idee findet oder nicht. Weil ich bin mir da wirklich unsicher. Ich gebe es zu, ich bin einfach zu geizig mir da so. Wie ich das gehört habe, dass es so teuer ist, habe ich mir gedacht, na, sicher nicht. Wirklich nicht. Und jetzt bin ich mir irgendwie unsicher, ob ich jetzt eins machen soll oder... Jetzt habe ich mich erschrocken. Ja. Herzinfarkt pur. So, also ich möchte gerne wissen, wie ihr das findet. Ob das. Ich habe einfach keine Ahnung, weil ich weiß von gar nichts. Ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Also ich weiß nicht, ob ich. Wenn, dann erkundige ich. Ja, spooky. Wenn, dann erkundige ich mich nochmal und sage euch dann Bescheid. Aber ich will jetzt mal auf die Kommentare abwarten. Wie die Kommentare so sind, ob ich unbedingt eins machen soll für eine kurze Zeit. Oder ob ich es lassen soll, können Sie mir gerne mal schreiben. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich mir jetzt eins zulegen soll oder nicht. Spooky ist das sehr sigant gerade. Deswegen können Sie mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Weil ich habe, irgendwie will ich nicht. Weil ich habe eh kaum Zeit. Zu Weihnachtszeit mache ich es auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ich wollte es nur für nächstes Jahr wissen, ob ihr für eine kurze Zeit, ich werde mich dann demnächst dann noch erkundigen, wie das Ganze funktioniert, aber ob euch das lieber ist, wenn ich eins hätte, auch wenn es kurze Zeit nur wäre, oder ob euch das egal ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich mir eins zulegen soll oder nicht. Und deswegen könnt ihr gerne mal schreiben, okay, ihr wollt eins, weil ihr wollt es mir schreiben, nur bitte wirklich keine Pakete. Ich will kein Paket da drin sehen. Ich werde mir auch wahrscheinlich ein kleines zulegen, damit eben keine Pakete reinpassen. Weil ich will wirklich nicht, dass mir jemand was schickt. Das muss wirklich nicht sein. Deswegen, mir geht es nur, dass mir jemand einfach schreibt, von woher ihr kommt. Also ich will nur... Hund! Sieht man das? Ja. Ich will wirklich nur, dass ihr mir, wenn ihr mir schreibt, mit einer Postkarte, von woher ihr kommt. Und... Jetzt hat mich gerade mein Hund abgelenkt. Also mit einer Postkarte, woher ihr kommt, und das war's. Und dann könnt ihr gerne noch was Liebes dazu schreiben. Aber das war's auch. Mehr will ich gar nicht. Oder ihr könnt mir so gerne einen Brief schreiben. Wenn ihr das wollt.
Könnt ihr mir auch gerne so Briefe schreiben, weil ich habe das vermisst, das irgendwie, dass dieses Briefeschreiben so ein bisschen verloren geht. Ich habe das früher urgern gemacht, ich habe so viele Brieffreunde gehabt und das geht so ein bisschen verloren und ich finde das irgendwie schade. Also ich würde mich wirklich über einen selbstgeschriebenen Brief freuen. Ich mache halt sogar ein Video darüber, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das gerne in den Brief reinschreiben. Aber ich würde auch irgendwie gerne ein Video darüber machen, weil, ja, es wäre mir irgendwie... Ich finde es irgendwie lustig, wenn das dann so wäre. Nur muss ich mir das überlegen, wie ich das mit den Adressen dann mache. Ja, aber da können wir ja dann noch drüber reden, wenn es dann soweit ist. Also ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das eine gute Idee, wenn ich eins machen würde? Wollt ihr mir unbedingt schreiben? Oder brauche ich das nicht unbedingt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hätte schon gerne eins, aber wenn mir dann niemand schreibt und dann habe ich das so lang und dann ist das Geld umsonst, das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Also bitte schreibt, wenn ihr unbedingt eins haben wollt. Wenn wirklich viele sich drauf melden, ganz, ganz viele, dann werde ich wahrscheinlich eins machen. Aber wenn sich wenige nur melden, glaube ich nicht, dass ich eins mache. Ich bin eben sehr, sehr unsicher, was das betrifft. Also bitte schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu kurz, aber mir fällt nicht noch mehr ein, weil mich gerade auch das Spooky Nate abgelenkt hat. Reden fällt mir heute echt schwer. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ob ja oder nein. Oder ich mache so einen Kommentar unter dem Video. Daumen rauf, wenn ja, Daumen runter, wenn nein oder irgend sowas. Schreibt es mir auf jeden Fall Kommentare. Ich möchte das so gern wissen, weil ich bin wirklich unentschlossen. Weil ich will nicht, dass ich dann so viel Geld auf den Kopf habe und dann schreibt mir niemand. Also bitte sagt mir Bescheid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!